Hallöchen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute mal eine Demo an. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich gerade schon in zwei andere Demos reingeschaut und die waren totaler Müll. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass hier endlich mal was dabei ist, was cool ist. So, ich muss kurz wieder ins Spiel tappen. So. Es gibt aktuell das Spiel nur auf Englisch, aber ich denke, das sollten wir hinbekommen, oder ich hoffe es zumindest. Ich habe meinen Charakter gerade schon angepasst. Na, ich bin die blonde Lady da unten und wir starten jetzt mal in ein neues Spiel. Wir haben nur das erste. Und wir fangen an mit einem Easy Start. Rezept. Oh Gott. Bohnen mahlen. Wasser in die Maschine. Kaffee in grün. Wie heißt das auf Deutsch? Oh Gott. Und dann in einer großen Tasse servieren. 10 Sekunden dauert das. Oh Gott. Okay, und wir kriegen aber aus einer Kanne kriegen wir 5 Tassen. Okay. Wir starten mit einem normalen Kaffee. Das merke ich mir nicht. Ich habe es jetzt schon alles vergessen. Hey? Gut, es ist also ein bisschen wie Plate Up. So, eine verschiedene Arbeitsschritte und so. Man muss sich nur ein bisschen reinfuchsen wahrscheinlich. Bedeutet das jetzt Hard Customers, Easy Customers? Immer Easy Customers. Moment mal. Ah, ich richte mir meine Küche ein. Okay, das ist auch wie Plate Up. Also, so vergleichen ist immer doof, ne? Aber. Dann kommt die Mühle. Entschuldigung. Dann kommt die LKW-Maschine. Verzeihung, meine Stimme schläft noch. Dann brauchen wir die Kaffeetassen. Dann brauchen wir natürlich auch noch. Wir müssen den Abwasch ja noch machen. Wir brauchen eine Ablagefläche. Wir bedienen hier die Gäste. Einen Mülleimer haben wir auch noch. Ja, würde ich sagen, passt. Muss ich noch irgendwas bedenken? Nö. Okay. Und schon mal Kaffee mahlen. Bitte schön. Ich kipp dem gleich die ganze Kanne. Nicht so schnell! Das ist alles zu schnell jetzt. Ah! Ah!
Gott, und das sind einfache Kunden. Was passiert dann? Vielleicht ist der Tisch blöd platziert. Ich könnte mir den Platz noch, den Tisch noch ein bisschen cleverer platzieren. Treasure? Was ist Treasure? Wir machen mal den Diamanten hier. Guck mal, was Treasure bedeutet. Oh. Was macht der Turbo-Automatik? Was macht die automatische Kaffeemühle? Dass ich quasi nur den Kaffee reinmache und sie mahlt automatisch. Na toll. Ich habe nicht drauf geachtet. Jetzt habe ich dreimal Hard Customers. Ups. Ich wollte euch doch einfach nur zeigen, was hinter dem Diamanten ist. No! Jetzt gehe ich den Hard Way. Uff. Dann kann ich das ja wegräumen. Kann ich das auch irgendwie üben mit dem Ding hier? Ja gut. Das geht jetzt in die Hose. Stellt euch drauf ein. Ups. Geben die einem weniger Zeit jetzt? Wie sitzt die eigentlich am Tisch? Ich will. Ja. Ah nein, das war doof. Oh oh. Nicht anstehen. Kann ich schon eine neue Tasse Kaffee eigentlich mitnehmen, wenn die dreckige Tasse noch da steht? Ich denke mal nicht. Yay, wir machen noch 2 Tage mit anstrengenden Kunden. Moment, noch geht's ja, ne? Wir haben aktuell nur ein Rezept. Also, es geht auch schlimmer, denke ich. Aber ich weiß nicht, wann das zweite Rezept dazu kommt.
Was machst du in meinem Laden? Oh. Ektik, Anik. So, bitteschön. Ach, kommt noch einer. Hey, der Tag ist rum. Oder wofür steht unten die Anzeige? So, jetzt aber. Yes. Läuft. Nächster Tag. Ich lasse auch alles, wie es ist, weil es funktioniert ja so. Sitzen gern auch falsch rum auf dem Stuhl. Anscheinend. Oh. Ich weiß gar nicht, ob man das Spiel auch zu zweit spielen kann, aber ich glaube, am Anfang wäre wenig Platz für zwei Spieler. Oder? Ich weiß nicht so richtig. Das auch Multiplayer. Ob das einen Multiplayer hat. Toll, 9 Kaffee angesetzt für einen Kunden. Das war jetzt nicht so effizient. Okay, wir haben heute einen entspannten Tag. Also ich muss sagen, ich habe jetzt gerade noch nicht so den Unterschied festgestellt. Zwischen schweren oder anstrengenden Kunden und einfachen Kunden. Ich weiß nicht, was dieser Einkaufskorb hier dann rechts bedeutet. Ob wir da ein neues Rezept dazu bekommen? Lass uns mal überraschen, oder? Okay, man sollte die Kaffeebohnen nicht zu früh aus der Mühle nehmen, weil dann fängt man von vorne an. Habe ich gerade gelernt, für euch herausgefunden. Ich muss mir angewöhnen, auch mal links zu gucken, was die überhaupt quasi für einen Kaffee bestellen. Ich meine, aktuell gibt es ja nur den einen. Aber wenn wir dann mehrere Rezepte haben, muss ich da, glaube ich, ein bisschen drauf achten. Schauen wir. Okay,
Es ist einfach wirklich nur die Anzahl an Kunden, die den Unterschied macht. Okay, wir haben wieder einen harten Tag vor uns. Ich kann den Kaffee auch schon vorher hinstellen, das ist doch auch nicht verkehrt. Also bis jetzt muss ich sagen, kein Problem hier. Sagt sie jetzt und gleich geht alles in die Hose. Immer wenn man sich zu sicher ist. Warum laufen die immer alle durch meinen Coffeeshop-Karawan? Kurz die Konzentration verloren und direkt in Verwirrung. Okay. Ach, das war der letzte Kunde. Oh, ich kann die Tasse in meiner Hand drehen, habe ich auch gerade festgestellt. Ja, noch ein anstrengender Kundentag. Los geht's. So. Oh, was wäre eigentlich, wenn die zwischendurch einfach Wasser bestellen? Und ich einfach immer Kaffee hinstelle? Ich muss erst das wegräumen, damit ich das hier hinstellen kann. Rein theoretisch könnte ich mir ja sogar, das war doof, noch einen Moment mehr Zeit lassen, Kunden zu bedienen. Im Moment warten sie ja. Oh Gott, jetzt stehen schon... Okay, jetzt werde ich panisch. Nicht gut, wenn so viele anstehen. Nein, ich muss gleich noch neuen Kaffee machen. Okay, ich hab's geschafft. Ich glaube, dass der letzte Kunde... Ja. Okay. Wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Sind wir jetzt ungefähr bei der Hälfte? Ja, ne? Das heißt, ich würde vielleicht an der Stelle jetzt die Folge für heute beenden und wir ziehen quasi morgen den Rest der Demo durch. Ich denke mal, nach Tag 1 ist hier die Demo vorbei. Deswegen sage ich jetzt erstmal Tschüssi
Und wir sehen uns ja gern morgen wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. In diesem Sinn, lasst euch einen Kaffee schmecken und bis morgen. Tschüss!